Herzlich willkommen, liebe Zocker-Freunde, zur ersten wirklichen Folge des Manager-Modus und der ersten Saison mit dem Hamburger Sportverein und dem EEP-Mod. So, ich hatte ja im Vorfeld schon mal gefragt, wäre das okay für euch, wenn wir erstmal eine Saison erstmal vielleicht nur machen. Also 2015 soll dann wohl schon der erste Bug dann auftauchen. Und das wäre noch okay. Also wenn wir jetzt diese erste Saison spielen würden, dann wäre das nicht so schlimm. So, und viele von euch, eigentlich alle, wollten sofort, dass wir auf jeden Fall hier weitermachen. Ja, und da bin ich dann auch wirklich dafür. So, desweilen kann ich euch schon sagen, der MSV Duisburg hat klar gewonnen mit genügend Stimmen, ich glaube 4, 5 Stimmen oder so, und 2 für Red Bull Leipzig, keine für den für Hansa Rostock und für Wuppertal, war komischerweise keine mehr dabei gewesen. Also mache ich auch eine Bira Pro Serie mit dem MSV Duisburg. Ich muss mal schauen, wann ich dazu kommen würde, weil jetzt die nächsten Tage immer um 16:30 Diablo kommt. Also da müssen wir dann einfach mal schauen, wie wir das machen. So, da wir jetzt nur eine Saison machen und wir nicht wirklich viel Transferbudget haben, würde ich sagen, gehen wir auf jeden Fall mal auf die Reise. Und ich habe da noch so zwei Leute im Blickfeld. Contento, ja, und Diego Contento, ja, den auf jeden Fall fragen wir mal, ob wir den leihen können. Ganze Saison. Weil der war auf jeden Fall sehr geil gewesen. Und dann war doch noch Mitchell Weise. Der war eigentlich auch nicht schlecht gewesen, ne? Ich glaube, den wollten wir sonst auch noch holen. Auch für eine Laie. Ganze Saison, genau. Und dann würde ich sagen, fragen wir jetzt, den hat auch irgendjemand mal gesagt, ne? Aber der war jetzt für eine Laie, weil das war das jetzt nicht wirklich gut. Dann gucken wir mal, der andere ist ja noch bei Schalke. Moment, Schalke. Da, Schalke. Und Jan Kirchhoff. So, da fragen wir auch mal. Verliehen an Schalke. Ach! Ach, der ist jetzt verliehen an Schalke von Bayern? Ah, na toll, Alter. Das ist natürlich jetzt ein bisschen, ne? Ist ein bisschen doof. Wen könnten wir zum Beispiel uns noch holen? Gehen wir mal zum Anfang. Also von Hoffenheim, ihr wisst ja, ich bin kein Hoffenheim-Fan, aber da gibt es schon jemanden, den ich haben würde. Und Kevin Volland. Der ist schon sehr nice. Und den würde ich schon sehr gerne für eine ganze Saison. Unser verbleibendes Geldbudget reicht nicht aus. Ach so, der will 50 Mille. Okay, dann müssen wir mal unsere Finanzen ein bisschen ändern. Müssen wir das mal ein bisschen umändern. So. Auf Namen, ja. Und dann suchen wir mal noch nach Kevin Volland. Ich weiß nicht, ich denke auch mal, dass wir in der ersten Saison, in der ersten Folge, wollen wir da schon ein Spiel machen oder soll ich da noch warten, dass ihr da irgendwie noch was Gutes in Erfahrung bringt? Gucken wir mal hier. Nee, Borussia Dortmund, wäre da nicht noch irgendwer, den man sich holen könnte? Jonas Hoffmann. Schiebe, ne? Marco Reus ist schon eine geile Aktion. Mats Hummels, ja, das wären schon, ne? Oliver Kirch.
Den haben wir keine Dings. Pierre Aubameyang, das wäre schon. Ich denke mal, da sind wir uns einfach mal einig. Da werden wir auf jeden Fall noch weitergehen. So, jetzt gehen wir erstmal weiter. Schau mal, was er bringt. Und ich glaube, in der ersten Folge möchte ich auf jeden Fall schon mal. So, vielen Dank für Ihre Antwort. Derzeit ist das Spiel ausgeliehen. Daher können wir das nicht machen. Da stand, glaube ich, gerade sogar Pep Guardiola. Stand da, glaube ich, sogar. Also, das könnt ihr nochmal nachgucken, wenn ihr das einfach mal pausiert. Und gut, die haben es natürlich abgelehnt. War natürlich irgendwie klar, die Arschgeigen. So, Angebot zur Ausleihe angenommen. Mitchell Weise. Das siehst du. Den holen wir uns mal gleich. Ich finde ihn sowieso toll. Also rechtes Mittelfeld. Oder ach, das war Contento, der eben gerade gewesen. Ups. Man sollte auch schon mal ein bisschen, das war Mitchell Weise und Diego Contento. Super. Super geil. Super geil. Ich wollte gerade sagen. Wir haben ein Angebot für Robert Tesche. FC Aarau. Ja, annehmen. Und weg. 130.000. Ja, egal. Komm weg. Es gibt bestimmte Personen, da muss man nicht hinterher trauern. Es ist jetzt nicht böse gemeint oder so. Aber es ist jetzt einfach mal so. So, Martin Steinmann. Saisonleihe. Nicht festgesetzt. Ja, komm. Kannst ihn nehmen. Er ist jetzt verliehen. Ja. 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 Alles klar. Ja. Alles, alles tippitoppi. Meine Güte, bis wir zum ersten Spiel kommen, dauert er wohl Ewigkeiten, oder was? So. Was ist hier? Geschäftsangebot für Kerem Dimbier. Ja. Saisonleihe, FC Paul. Das ist hier zum Beispiel, seht ihr gleich, wir haben einfach richtig viele neue Mannschaften mit drin. Das können wir auch löschen jetzt hier. Und da sieht man halt gleich, ja, dass da gibt es halt einfach genügend neue. Ja? Okay, die möchten den gerne kaufen, ja. Nein, annehmen. Wunderbar. Das ist doch top. So. Sven Neuhaus. Die möchten ihn kaufen für 9000. Ja. Sven, ich wünsche dir viel Glück in Wien. Ich wünsche dir alles Gute. FC Bayern verhandelt mit Liverpool über Suarez-Wechsel. Ja, das wäre jetzt die Oberkrönung. Ja. So. Elisevic, unser linkes Mittelfeld, die möchten den gern kaufen. Nee. Geht gar nicht. Nee. Den kriegst du nicht. So, was hier mit KK? Alles gut in Dings. Alles klar, gut, okay. Abschlussbericht von Dings, alles klar. Jo. So, ich glaube, wir kommen noch zum ersten Spiel gegen Lazio Rom. Bin mir noch gar nicht so sicher, wie wollen wir das überhaupt angehen. Wollen wir das wirklich nur so angehen? Shalalu ist ja eigentlich gar kein rechtes Mittelfeldtyp, ja? Also von daher wäre ich da lieber auf so eine andere Taktik. Wir hatten ja mal unsere... Ups, wir hatten ja mal unsere coole 4-4-2 breite Raute. Ach so. Okay. Gucken wir mal, wen haben wir denn da sonst als rechtes Mittelfeld? Mitchell Weise. Linkes Verteidigung. Jansen gegen Contento. Ich würde sagen, da geben wir auf jeden Fall Contento den Vorsprung. So, linkes Mittelfeld. Da soll ja eigentlich Elisevic hin. So kommt das schon besser. Und Pierre-Michel Lasoga natürlich. Nee, Ola John. Tut mir leid. Auf dem linken Mittelfeld kommt bei mir Ola John hin.
So, und mit Lasshogger am Suga haben wir da, glaube ich, eine richtig gute Spitze. So, dann schauen wir mal ganz kurz. Wir brauchen so viele, brauchen wir nicht. Vielleicht noch einen Stürmer oder so, aber da haben wir auch nichts wirklich Dolles, ne? Da haben wir nur mit Naifu noch jemanden. Aber der ist halt einfach noch nicht wirklich ausbalanciert. Minenschiffskenner werden. Wir müssen jetzt wieder vom Anfang an anfangen und das ist schon eine sehr schwierige. Eine sehr schwere Geburt. Und von daher, ich denke mal, so werden wir das irgendwie hinkriegen. Ich bin der Meinung, wir werden jetzt erstmal einmal speichern. Und wenn wir versuchen, das erste Testspiel gegen Lazio da. Dann sehen die nicht schick aus. Schöner Sonnenuntergang ist mir prima. Ich weiß gar nicht. Ich bin mir gar nicht sicher, was ich jetzt überhaupt in den Dings eingestellt habe. Oh, ich habe trotzdem doch Bundesliga. Bin ich gut oder bin ich gut? Es war bloß das falsche Emblem eben gerade, ne? Habe ich gerade so das Gefühl. Und das kann aber auch daran liegen, dass es jetzt ein Testspiel ist. Es ist deswegen kein, ja, es ist ja kein Bundesligaspiel. Daran wird es, glaube ich, liegen. Sua. Was? Helge Borst teuer? Das ist. Das könnt ihr mir noch nicht antun. Aber ich denke mal einfach mit Suhr und Lasogga haben wir einen wirklich guten Sturm. Ja? Und mit Raphael van der Vaart haben wir eigentlich wirklich schon mal schönere Momente gehabt. Hier die Aufstellung des Hamburger Sportvereins. Ich denke mal, Calhanoglu wird in der zweiten Hälfte auf jeden Fall Raphael auswechseln oder ich komme jetzt gerade nicht auf das Ding. Ja? Abwechseln? Nee. Ablösen, genau, ablösen. Hell, der Postiga, genau. Der Postiga, wollte ich sagen. Der Portugiese. Ja, super Typ. Ich habe den gerade mit Portugal gegen Deutschland auf der Xbox One FIFA 14 gezockt. Und der Typ ist richtig gut. Der Typ ist richtig gut. Und herzlich willkommen zum ersten Spiel hier mit dem EPL-Mod und dem Sky-Bundesliga-Logo. Schön gemacht hier. Und das sehen wir. So, Ledesma. Lucci. Ja, aber Diekmeyer. Uns Diekmeyer ist da. Dies ist einfach uns Diekmeyer. Ich muss trotzdem gestehen, dass na, jetzt wird doch noch der Dings, ne? Für uns? Ja, für uns. Ja, das war ein bisschen blöd gespielt nachher. Ja, sehr gut. Pierre-Michel sieht Lasogga. Och, nicht Pierre-Michel, Lasogga sieht Sua. So wird wohl eher ein Schuh draus. Und wie ihr es unten seht an den Beschriftungen, ja, die sind auch in einem schönen transparenten Motiv. So, Sua hat da schon angefangen zu rennen.
Ja, wunderbar, wunderbar. Raphael. Lass uns hier Lazio nicht so einfach hinkriegen. Mitchell. Ah. Dies war schon Ilisevic. So, wir lieber nach hinten spielen. Ja, so eine Bedrängnis ist das schon so eine Sache, ne? So. Suarez sieht. Kein Abseits, aber Westermann ist da. So, Contento konnte da auch das Ding. So, wir sehen Sua dort. Kriegt er das Ding noch? Ja, lass sogar. Kriegt das Ding rein und oh. Schon die erste gefährliche Situation. So, Aslan mit der Schrumpf und aber das ging gegen Rübe. So, wer liegt denn da unten auf dem Boden? Da ist einer verletzt. Radu muss raus, ist verletzt und Chiani kommt für ihn herein. Das ist natürlich für einen Trainer immer das Schlimmste, wenn schon in der ersten Halbzeit ausgewechselt werden muss. Ja. Alter! Pierre-Michel Lasogga. Hier sehen wir es nochmal. Schön ausgefummelt. Und dann geht er da rein und zieht ab, weil von links da gerade schon einer kommt. Aber eine wunderschöne Parade vom, und da ist das Ding da drin. Die Schuhe macht das Ding. Jeremiah, die Schuhe. Wunderbar. Erste Tor in der neuen Saison. Und Jeremiah, die Schuhe macht es mit einem wunderbaren Kopfball. Ja, herzlichen Glückwunsch. Er wird einen Ehrengedenkplatz bekommen. Seht ihr wieder, wie Mitchell Weiser da einfach immer wieder in den Zweikämpfen reingeht? Ja, das war ein bisschen hart gewesen. Tolga Aslan. Ein bisschen hart reingegangen. Der denn hin in den 80. Stock oder was? Oh. González macht das Ding dann einfach mal ins Aus. Ja. Dann muss da jetzt aufpassen. Gehen erstmal ein bisschen behutsamer vor. So. Ja, kein Abseits. Mitchell Pfizer bringt es rein und oh, Suada. Richtig gut gestanden. Hier sehen wir es nochmal. Bam, ein bisschen zu hart und dadurch geht der Ball einfach über den Kasten von Lazio Rom. Wo, wenn ich mich nicht irre, auch uns Klose spielt. Ist der nicht bei Lazio?
So, und damit haben wir auch schon die erste Halbzeit richtig gut überstanden. Der Hamburger Sportverein im ersten Testspiel gegen Lazio Rom und das auch noch zu Hause führt mit 1:0. So, und da gucken wir mal, was wir da alles so machen können. Und ich habe mir schon gedacht, so, wir wechseln jetzt einfach schon mal uns Van der Vaart aus gegen Şanlıurfa und den Rest lassen wir erstmal noch so. Natürlich ist Arslan da mit einer Karte und das neue Game Face von Şanlıurfa sieht auch richtig nice aus. Das war nämlich auch noch ein Ding, was in dem neuen EP-Mod reingekommen ist. Neue Game Faces. Ich weiß, dass es bis zu 150 war. Und. Nee. Da ist er diesmal da, der Torwart der Lazio Roma. Da wusste er wieder nicht wohin. Brain AFK. Oh, sehr gute Möglichkeit dort für Adler. Dickmeier da ziemlich unter der Bedrängnis, aber mit seiner jahrelangen Erfahrung lässt er sich dort nicht aus der Ruhe bringen. Pierre-Michel Lirsoga auch immer gut. Ola John. Aber und Pierre, der Ultimativ Lirsoga, 58. Minute, 2:0 für den Hamburger Sportverein. Sehr gut, wie er dich da durchgesetzt hat. Und was für eine richtig geile Vorlage dort von Ola John, der von Benfica Lissabon zur Laie jetzt beim Hamburger Sportverein aktuell ja jetzt auch gerade ist. Ich weiß gar nicht, ob der auch so oft im Einsatz ist und auch so eine guten... Oh, das war ein bisschen Schikowski. So eine guten Spiele macht. In FIFA sind ja seine Werte. Oh. In FIFA sind ja seine Werte enorm geil. Nee. Nicht mit uns. Oh, Şanlıurfa. Aslan nochmal mit dem Versuch hinterher zu gehen, aber der Ball war einfach zu steil gewesen und das hat man nachher im Abschluss auch gesehen. So, die nächste Auswechslung hier bei Lazio Rom. Addison kommt für Nasi. So, und wir werden nachher auch gleich mal auswechseln. Ich bin mir aber noch gar nicht so sicher, wen ich jetzt hier auswechseln soll. Und Hamburg bewegen mit Mann. Das war schon. Ja. Das war schon eine gefährliche Aktion jetzt hier gerade wieder, ne? Moment weiß ich Lazio Rom nichts zu. Oh.
nicht recht mit sich anzufangen. Sie finden keinen Weg durch unsere Abwehr. Und wir haben gleichzeitig auch das Problem, dass wir einfach mit 0 zu 2 führen. Oder besser gesagt mit 2 zu 0. Ja, das war eine schlechte Ausgabe. Nein, falsch gedrückt. Oh mein Gott, Alter. Anstatt nach oben zu drücken, habe ich nach unten gedrückt. Das war natürlich sehr primitiv. War schon nicht schlecht gewesen, muss man wirklich mal sagen. Und hier Klose kommt jetzt für Helder Postiger. Und ich denke mal, das sollte uns auf jeden Fall den Rückler geben. Tolgan Aslan. So. Şalulu, leider fehlt ihm da wirklich die, die Geschwindigkeit. Und ich sehe schon, Pierre Michel ist dort Außendings. Aber wir holen mal noch ein Dings rein. Und, nein. Was mache ich denn jetzt hier? So. Und für Lasoga holen wir mal Meister. Meister, Meister. Unser Maxi King rein. Ja. Und wie es schön von Kevin, glaube ich, gesagt wurde. Ich glaube, es war jetzt Kevin. So. Und jetzt Elisabeth und Beister. Die sollen es jetzt richten für Lasoga und Mitchell Weiser. Also Mitchell Weiser. Scheibenkleister. Mach da hinten bloß keinen Scheiß, Alter. So, der Torwart ziemlich weit draußen. Ja, wunderbar, wie Jeremiah Dejoue das gemacht hat. Nee, das wird nichts mehr. Jetzt müssen wir doch aufpassen. Mit Klose ist dann da ein Mann reingekommen, der das Ding umreißen wollte. Aber da ist es. Der erste Sieg in der ersten neuen Saison im EP-Mod. 2:0 gewinnen wir mit unserem Jungs Dejoue und Lasoga. Und das auch noch zu Hause. Perfekt. Der könnte der Start in die neue EP-Mod Saison mit dem Hamburger Sportverein nicht gehen und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und vergesst nicht, um 16.30 Uhr gibt es wieder ein wenig Diablo 3 geschnetzelt mit dem Schwengel, sage ich nur. Also, bis dahin, liebe Zockerfreunde und haut rein. Achso, Kommentare und Daumen.